Willkommen bei der Corona-Quarantänestation in Hinterdorf. So, wir haben auf jeden Fall eine Tüte weniger Schlaf. Und diese Tüte weniger Schlaf muss definitiv mal. Na? Wir haben aber echt eine Tüte weniger Schlaf. Ich mach mal 8 Stunden. Die fällt ja hier bald Sehe ich zusammen. dafür immer nackig aus? Klang gerade so, als ob ich So. die Hose offen hatte. Ja, der war ein riesen Hosenstall hier. So, dann, Oh, jetzt muss ich ja schon wieder mit Kopfhörer. Kann ich irgendwann mal ohne spielen? gut. Mika, Mika. Na komm. Jetzt solltest du ausgeruht sein, weil ich muss mich jetzt an die Lebensmittel machen. Ach, hier muss ich ja drauf. Nee, da lang. Ich nehme die mit. Ich habe immer diesen wahren Frosch im Hals. Die Waffe. Ach ja, ich darf hier drinnen keine Waffe tragen. In diesem gotteslästernden Haus hier. Wo der Gott seine Menschen hier irgendwie krank werden lässt. Warum heilt er die nicht mal? Warum nicht? Naja, egal. Der ist wahrscheinlich im Urlaub auf Mallorca. So, kein Tier. So. Und jetzt kann ich mal hier so. Ich mach mal. Nein. Den Bogen, weil der schießt nicht gleich los. Und verbraucht damit weniger Energie. Oder. Munition meine ich. Ich werde jetzt mal gucken, was ich hier alles finde am Material. Werde mal schauen, wie voll ich überhaupt bin. Boah, ich sehe gut aus. Gut, hier Holz. Ich nehme jetzt alles mit, was ungefähr so. Vorhang. Gut, Stoff auf jeden Fall. Nehmen wir auf jeden Fall mit alles. Denn wir brauchen auf jeden Fall Vorräte. Ich weiß zwar nicht mehr was, aber ist auch eine vollkommen Schnuppe. Hier hat man ja keinen Platz mehr für sich. Ja, hier, Zeitung. Hier war auch noch. Ne, hier ist keine Zeitung mehr. Bionalo beschwert sich gerade, dass er keinen Platz mehr für sich hat, aber dabei ist das ja Da ihr hier sind gerade Schreibtisch. zwei Katzen gleichzeitig raufgesprungen. Ah, die Katzen haben mal wieder einen Platz weggenommen. Immer diese Ausrede. So. Das ist leer. Dann gehen wir doch einmal mal ins nächste Haus, denn hier ist irgendwie nicht mehr. Nö, alles leer. Wir haben die Überlebenden gerettet und haben erstmal keinerlei neue Missionen hier. Hier war ich bisher noch gar nicht gewesen. Hier auch nicht. Oh, Munition. Gewehrmunition. Hör auf, ständig hier zu ziehen, ja, die Waffe, wirklich. Ich brauche die Munition. Hier ist auch noch was. Glänzender Lack. Porling, ist wahrscheinlich ein Pilz, genau. Dinger sollst du spenden anstatt Antibiotika. So. Mal gucken, was hier so ist. Hier ist irgendwie eine Betecke. Nur ja. Ah, hier ist auch noch eine Truhe. So, das kann man gut gebrauchen. Von hier kam ich. Dann gehe ich einmal mal ins nächste hier. Mal gucken, ist hier was drin? Verschlossen. Genau. Und hier? Ja, da ist bestimmt nicht drin. Ja, sah ich doch. Ich kann sogar Briefkästen öffnen. Ist ja cool. Die Tür nicht. Und hier, ach, hier war ich schon drin, ne?
Und dann schaue ich mal, also wenn ich in dem Dorf durch bin, werde ich mal gucken, was ich schon alles habe. Lampenöl. Ach, brauche ich ja nicht reinschauen, ist ja schon alles da. Buch, Buch. Liest ja eh keiner mehr hier. So, leer, leer. Nicht. Leer? Durchsuchen, hier. Hier war ich noch nicht drin. Okay, bitte zeigt das mal ein bisschen früher an, weil sonst dauert das mal ein bisschen länger hier. Durchsucht. Ja, ich nehme alles mit. Verarbeiten kann ich dann immer noch. Hier, ja, okay, gut. Warum nicht? Hier müsste auch noch was drin sein. Um Verbände zu machen, auf jeden Fall. Das ist wichtig. Wo ist denn derjenige, der seine Zeitung beim Lesen hatte? Ah, das hatte ich vergessen. Ist hier noch was drin? Hier vielleicht? Durchsuchen. Da war ich noch nicht drin. Okay, dann haben wir das schon mal. Okay, hier ist schon alles rausgenommen. Das Haus ist also auch erledigt. Ein Bett zum Schlafen ist schon mal da. Leer. Stimmt, von hier kam ich. Hier unten ist noch ein Buch. Die brauchen noch Feuerholz. Und Bücher brennen ganz gut. Gut, okay. Dann wollen wir mal weiter zum nächsten Haus. Langsam müsstet ihr aber ein Verstauchungsrisiko haben, so viel wie ich schon eingesammelt habe. Guck ich mal nach. Aber gleich. Jetzt noch nicht, aber gleich. Das ist ja nur wieder zum Auseinandernehmen. Ah, durchsuchen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil ich gar nicht großartig reingeschaut habe. Ich habe ja nach Toiletten geschaut. Und da war mir der Rest eigentlich relativ schnuppe. Zedernholz, okay. Jetzt kommt das Verstauchungsrisiko. Das heißt, ich habe jetzt schon zu viel, wird aber gleich weniger werden. So, dann mal schnell hier rüber. Obwohl, hier ist noch ein Auto. Mal schnell hier reinschauen. Nee, hier ist nicht. Da komme ich nicht ran, ist auch realistisch. Okay, hier ist auch nicht. Hier vielleicht. Hier ist auch nicht. Hier unten ist eine kleine Hütte. Da war ich ja noch ja nicht drin gewesen, großartig. Okay, dann haben wir hier schon mal was mitgenommen. Was, bist du so fett, du junge Frau? Kommst du nicht durch das Ding da durch? So, bevor die sich irgendwie die Hand bricht, laufe ich mal lieber hier hoch. Aber hier schon drinne? Ja, stimmt, ich war ja hier drinne. Dann muss ich jetzt mal kurz hier drüben schauen und dann habe ich da hinten noch ein kleines Haus gesehen. Aber ich glaube, hier war nicht weiter, soweit mich meine Erinnerung nicht trübt. Doch, hier war ein Buch. Braucht eh keiner mehr. So, die Bibel kann man auch verbrennen hier drinne. So, dann ist das schon mal raus. Baumwolltuch. Was die Leute hier nicht alles liegen lassen, die lesen sogar während der Zeremonie erstmal eine Zeitung. Okay.
Und das hier mitnehmen. Das Messer muss mal bald geschärft werden, weil sonst ist bald nicht mehr von dem Messer da. So, die Wasserflasche. Einen Blick. Okay, ist meins. Die wird automatisch immer nachgefüllt. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ich speichere jetzt mal ab. Und werde mal in ein Haus darunter laufen und mal gucken, was ich finde.